Heideröslein von Else Uri, gelesen von Jasmin Stab. Mitten in der blühenden Heide, die sich meilenweit erstreckt, stand eine alte, halb zerfallene Hütte. Dort hauste ein armer Torfarbeiter mit seinem Weib. Duftendes Heidekraut zog sich um das einsame Heidehaus. Bunte Falter und emsige Bienen summten lustig vorüber. In dem Hause aber war es still, ganz still, seitdem man die kleine Erika, das liebliche Töchterchen, in das kleine Heidegrab hinter der Hütte gebettet hatte. Jeden Abend lag die arme Mutter schluchzend an dem schmalen Kinderhügel, auf dem die Heideröslein lustig wucherten, und weinte heiße Tränen um den verlorenen Liebling. So kniete sie eines Abends wieder an dem Grab nieder. Schon zog die finstere Nacht herauf, und immer noch flossen ihre bitteren Tränen. Da sah sie plötzlich vor sich ein bläuliches Licht auftauchen, ganz dicht flammte es neben ihr empor. Und jetzt, husch, husch, schwirrte es hinter den nächsten Baum. Schnell erhob sich die Frau und lief hinter dem zuckenden Flämmchen her. Jetzt flackerte es hier, jetzt blitzte es dort, und nun war es plötzlich ganz verschwunden. Doch nein, dort drüben am Sumpf tanzte es glitzernd und lockend auf und nieder. Die Frau lief, so flink sie nur konnte. Es war ein Irrlicht, ein Glückslicht. Wer es greift und festhält, so geht die Heidesage, der kann sich wünschen, was nur sein Herz begehrt. Wem es aber misslingt, den foppt das blitzende Irrlicht und lockt ihn hinein in das schwarze Heidemoor, in dem er elendiglich sterben muss. Schon stand die Frau auf dem feuchten Torfboden am Sumpf. Da plötzlich war das Irrlicht dicht neben ihr. Beherzt griff sie zu. Einen winzigen kleinen Geist im leuchtenden, bläulichen Röckchen und flammenden Strahlenhütchen hielt sie fest in der Hand. Ängstlich sah der kleine Wicht zu der großen Frau empor. »Gib mich frei«, bat er mit kläglicher Stimme. »Es soll dein Schade nicht sein. Ich bin der mächtige Heidegeist, Irrwisch genannt. Wenn du mir meine Freiheit zurückgibst, magst du dir wünschen, was du willst. Ich werde es dir erfüllen.« »Alles?« fragte sie atemlos vor Freude. »Alles«, wisperte der kleine Heidegeist. »Sprich!« »Nun denn«, sagte die Frau, »so schaffe mir wieder ein Töchterlein, so zart und hold, wie meine kleine Erika es gewesen.« Irrwisch nickte dreimal gar possierlich mit dem Kopf und flüsterte, »wenn im nächsten Jahr wieder die Heideröslein auf dem Grab deines Kindes blühen, dann gehe am siebenten Tag des siebenten Monats in der siebenten Stunde an den Hügel. Zähle die roten Heideröslein, die siebente gräbst du vorsichtig aus und stellst sie 7 Tage in ein Krug Wasser. Dann wird dein Wunsch in Erfüllung gehen.« Da dankte die Frau glückselig dem Heidegeist, öffnete ihre Hand und fort war Irrwisch. Drüben über dem schwärzlichen Moor tanzte er bläulich glitzernd auf und nieder. Die Frau aber ging fröhlich heim zu ihrem Mann. Der Winter verging, der Sommer zog ins Land und eifrig zählte die Frau die Monate und Tage. Am 7. Tag des 7. Monats, in der 7. Stunde, trat sie hinaus an das Grab der kleinen Erika, auf dem die Heideröslein herrlich blühten. Herzklopfend ergriff sie die 7. Blüte. Es war eine zarte Rosenknospe. Vorsichtig grub sie diese aus und stellte sie daheim ins frische Wasser. Jeden Morgen lief sie zuerst zu ihrem Heideröslein. Das aber stand unverändert in dem Wasserkrug am Fenster. Aber als sie am 7. Morgen wieder nachschaute, da hatte sich die Rosenknospe herrlich entfaltet. In dem Blütenkelch aber auf den rosenroten Blumenblättern hockte ein kleines, liebliches Mädchen, das jauchzte laut vor Vergnügen.
Da setzte die Mutter jubelnd das reizende, winzige Geschöpf auf ihre Handfläche, herzte und küsste es und nannte das kleine Mädchen Heideröslein. Mit dem kleinen Heideröslein war wieder Freude und Frohsinn in das stille Heidehaus gezogen. Sie war das ganze Glück der Eltern. Ihre Wangen blühten mit den Heideröslein draußen im Walde um die Wette. Sie sang und jubilierte, heller als die emporsteigende Lerche. Sie war emsiger und fleißiger vom frühen Morgen bis zum späten Abend als die summende Biene. Und die glückliche Mutter dankte insgeheim dem mächtigen Heidegeist jeden Tag aufs Neue für ihr liebliches Heideröslein. Aber zierlich und klein blieb das Mädchen, zart und duftig wie eine kleine Blumenelfe. Als sie 10 Jahre alt war, reichte sie kaum bis zu dem weiß gescheuerten Holztisch. Wie liebte Heideröslein die weite, einsame Heide. Mit jeder Arbeit lief sie hinaus, setzte sich in das schwellende, bräunliche Moos und verrichtete ihr Tagwerk. Aber wenn die Glocke fern aus dem Dorf von dem roten Kirchturm den Feierabend einläutete, wenn die Abendsuppe verzehrt war, dann lief Heideröslein weit, weit hinein in die dämmerige Heide. Dann warf sie sich in das wogende, rötliche Heidekraut und sog in langen, tiefen Zügen den würzigen Blumenduft ein. Das war ihr schönstes Vergnügen. Stundenlang konnte sie feiertags so zwischen den schlanken Heideblüten liegen, in die durchsichtige blaue Luft starren und dem Rauschen des Windes und dem Summen der Bienen lauschen. Als Heideröslein 12 Jahre alt geworden, ruhte sie an ihrem Geburtstag wieder auf ihrem Lieblingslager zwischen den im Abendwind nickenden Erikablüten. Die Dämmerung senkte sich mit ihren grauen Flügeln über die Heide. Dunkel wurde es, immer dunkler. Immer noch lag Heideröslein verträumt auf ihrem Blütenlager. Da, plötzlich, zuckte ein bläuliches Flämmchen dicht neben ihr empor. Im blauen Strahlenflimmer stand ein putziges kleines Männchen vor ihr. Es war Irwisch. Heideröslein erhob sich mit einem Ruck und blickte erschreckt auf den seltsamen winzigen Geist mit dem runzeligen Gesicht herab. Dieser öffnete seinen Mund und sprach: »Grüß Gott, Heideröslein! Fürchte dich nicht, ich bin der mächtige Heidegeist Irwisch und tue dir nichts zuleide. Ich habe dich oft beobachtet, wenn du hier auf meinem Blütenteppich lagst. Ich habe dich gern, Heideröslein, und da du heute 12 Jahre alt geworden bist, frage ich dich, willst du meine Frau werden?« Da lachte Heideröslein hell auf. »Ich? Deine Frau? Du Knirps, du bist ja kaum halb so groß wie die Erikablüten hier ringsum. Das würde ein schönes Paar abgeben. Nein, die Lust lasse dir nur vergehen.« Da wurde Irwisch sehr böse und mit grimmiger Stimme rief er: »Was, Jungfer Naseweiß? Wer hat dich denn überhaupt erst zum Menschen gemacht? Eine längst verblühte Blume wärst du am Heiderosenstrauch, hätte ich dich nicht, Kraft meiner Zaubergewalt, in ein Kindlein verwandelt. Nun wohl, so werde denn zur Strafe ein Irrlicht, wie ich es bin. Auf dem schwärzlichen Heidemoor sollst du tanzen, die Menschen sollst du locken und foppen, unstet und rastlos sollst du sein. Dies sei die Strafe für deinen Hochmut.« Da fühlte Heideröslein plötzlich, wie bläulich flimmernde Strahlen aus ihren blonden Haaren und blauen Augen sprangen. Ihr rosenrotes Kleidchen wurde glitzernd blau, ihre Arme wurden zu zuckenden Flämmchen und die Beine sprangen und tanzten unaufhörlich von selbst auf und nieder. Der Boden verschwand unter ihren Füßen, als ein blitzendes Irrlicht schwebte Heideröslein über den großen Sumpf. Trauer und Jammer war in das jetzt wieder vereinsamte Heidehaus eingekehrt. Still und wortkarg ging der Vater früh zur Arbeit und die Mutter weinte wieder Tag und Nacht um ihr verlorenes Heideröslein.
Traurig ging sie in die weite Heide hinaus, um ihr verschwundenes Kind zu suchen. »Hast du nicht das Heideröslein gesehen?« fragte sie den leise vorüberstreichenden Abendwind. Dort drüben am Sumpf, dort über dem Moor, flüsterte der Abendwind. Da eilte die Mutter an den schwarzen Sumpf. Grauer Nebel stieg aus dem feuchten Moorast empor. Gespenstig schwebte er in gar seltsamem Gewoge über das Heidemoor. »Habt ihr nicht mein Kind gesehen?« fragte die arme Mutter die sich zusammenballenden Nebelgestalten. Die tauchten mit lose fließenden Gewändern auf und nieder und raunten ihr zu. »Siehst du die bläulichen Irrlichter dort am Sumpf? Das eine, das ist dein Kind, dein Heideröslein. Irrwisch hat sie verzaubert. Dort drüben muss sie mit ihm im Mondenschein tanzen. Lauf, eile und fange das Irrlicht.« Da lief die Mutter am Moor entlang auf die beiden Irrlichter zu. Sie griff nach dem einen von beiden. Es war das Falsche. Irrwisch, der kleine Wicht, wand sich wieder ängstlich zwischen ihren derben Fingern. »Wo hast du mein Kind?« rief die unglückliche Mutter. »Nicht eher erhältst du deine Freiheit wieder, als bis du mir verrätst, wie ich mein Heideröslein erlösen kann.« Und fester packte sie den Heidegeist. Der krümmte sich gar kläglich, aber es half ihm nichts, die Frau ließ ihn nicht los. Da musste er wohl oder übel ihren Wunsch erfüllen. Er sprach: »In den langen Sommernächten fange die schimmernden weißen Sommerfäden, die in den Lüften dahin schweben. Webe sie zu einem zarten, lichten Gewand. Aber am siebenten Tag des siebenten Monats, von heute an gerechnet, muss deine Arbeit vollendet sein. Dann gehe in der siebenten Stunde hinaus in die Heide an das schwarze Heidemoor. Dort zähle die zuckenden Flämmchen der bläulichen Irrlichter. Dem siebenten Irrlicht wirfst du das duftige Gewand aus gesponnenen Sommerfäden über. Dann wirst du dein Kind erlösen. Aber hüte dich, wirst du auch nur eine Stunde später mit deinem Werk fertig, dann muss das Heideröslein auf ewig als Irrlicht durch die Heide schwirren.« So sprach der Heidegeist. Da öffnete die Mutter ihre Hand und Irrwisch huschte davon. Die Frau aber lief Nacht für Nacht hinter den flatternden, lichten Sommerfäden her und haschte sie. Und am Tage saß sie in der Heide und wob die zarten Fäden mit emsiger Hand zum Gewand. Aber die Fäden waren so fein, dass sie fortwährend rissen. Immer wieder musste die Mutter ihr mühseliges Werk von Neuem beginnen. So schwanden die Monate. Schon waren 6 Monate verflossen. Nur noch 7 Tage blieben der fleißigen Frau zu ihrer Arbeit und noch war nicht die Hälfte vollendet. Da weinte die arme Mutter bitterlich, dass ihr Heideröslein nun ewig ein Irrlicht bleiben musste. Und ihre Tränen flossen in das weiche Moos. Und siehe, in dem Moose regte es sich plötzlich, von allen Seiten kam es herangekrochen, große, graue Spinnen, viele Tausende, die griffen die zarten Fäden mit ihren vielen Beinchen und woben auch die feinsten Fäden geschickt zusammen. Am 7. Tag war das Gewand fast vollendet, nur der Saum fehlte noch. Aber als die 7. Stunde gekommen war, nahm die Mutter mit zitternder Hand das beinahe fertige Kleid und lief an das Heidemoor. Da tanzten viele bläuliche Irrlichter auf und nieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zählte sie und warf dem 7. vorüberschwirrenden Irrlicht das Sommerfädenkleid über. Und siehe da, vor ihr stand plötzlich ihr liebes Heideröslein, frisch und fröhlich, und sprang ihr jubelnd in die Arme. Glückselig zogen sie heim, und Freude und Frohsinn herrschten wieder im Heidehaus. Abends aber, wenn es dunkel wird und wenn die Nacht aufzieht, dann sieht man um des Heideröslein's Füßchen bläuliche Flammen zucken. Die muss sie ewig behalten,
weil der Saum des Sommerfädenkleides nicht vollendet war.